Hallo ihr Lieben, Heiko ist hier. Ja, kleines Feedback zu gestern. Ich hatte ja die Sprachnachricht, also den Podcast für euch gehalten. Da ging es ja um dieses O2-Netz, aber nicht nur O2 war davon betroffen, auch andere Anbieter. Fakt ist eins, Vodafone, ein Bekannter von mir, der hat zu Hause die ganze WLAN-Anlage, Telefon bei Vodafone, da ging gar nichts. Und das ist einfach ein Zeichen dieser Zeit, sage ich jetzt mal. Nicht nur, dass es nicht funktioniert mit einem Great Reset, mit diesem ganzen Wahnsinn, uns zu willenlosen Robotersklaven zu machen. Das ist ja der feuchte Traum der Globalisten. Vielmehr, das ist auch ein Zeichen aus meiner Sicht der Schwingungserhöhung dieser Welt, also der Göttlichkeit, die immer mehr ihr Gesicht zeigt. Auch wenn wir sagen, na, wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Ich sehe sie nicht. Ich kann, wie gesagt, nur das im Außen wahrnehmen, was ich in mir selbst habe. Strahle ich? Strahle ich wie die Sonne? Oder bin ich eher wie ein düsterer Himmel und ist Teil unserer Gedankenwelt, die sich ja letztendlich in uns befindet? Im Endeffekt geht es letztendlich immer nur darum, wie sieht die Innenwelt aus? Und so wie die Innenwelt bei uns aussieht, so sieht auch die Außenwelt aus. Fakt ist eins, ist ja derzeit dermaßen debattiert wird. Ich habe euch ja gestern mal als Erkenntnis, mal wirklich, da musste ich wirklich grinsen. Also ich habe gedacht, okay, Heiko, weil ich ja hier nötig werde, überall mit den Wahlplakaten, was für mich mehr als eine Vergewaltigung meiner Augen ist. Weil bevor ich jetzt an Baum ranfahre, eigentlich muss ich mal links, rechts gucken, geht auch nicht, weil überall hängen die Plakate. Jetzt könnte ich in den Himmel nach oben gucken, aber dann würde ich wahrscheinlich einen Unfall fabrizieren. Demzufolge habe ich dann mal angehalten, aber ist nur symbolisch. Bei einer dieser Selbstdarstellerparteien, in dem Fall war durch Zufall die Grüne Partei, aber ist jetzt eigentlich auch egal. Ich hätte letztendlich auch woanders anhalten können, weil das gegen rechts stand ja da ganz groß drauf. So, also ich mache ein Kurzvideo. Und das Interessante ist ja, viele wissen ja, dass ich sehr philosophisch unterwegs bin, aber nicht seit gestern erst, sondern eigentlich schon seit, ja, weit über 10 Jahren, zumindest über meine Publikation kann man das ja nachlesen. So, aber jetzt kommt der Knaller. Also dieses Kurzvideo hat so viral eingeschlagen. Instagram schreibt mich so an, yuppie, das erfolgreichste Video seit 12 Monaten. Das muss man mal vorstellen. Das heißt, so eine lächerliche, lapidare Sache, wo es nur darum geht, hallo? Denk mal drüber nach, es geht nicht um links, rechts, oben, unten, sondern geht einfach mal darum, wer bist du letztendlich, die essentielle Frage und wo wir sind. So sage ich jetzt mal, der wirklich wahre Freidenker, der ist ohnehin vorne. Und das Interessante ist, nicht nur, dass es viral gegangen ist, sondern die Kommentare. Geht ja gar nicht, was willst du mir erzählen, du Vollidiot, das, das. Das, was ich meine, das ist dieser Krieg, den wir im Außen wahrnehmen, eigentlich der, der in uns drin steckt. Das heißt, Spalte, also Teil und Herrsche, ich sage mal Spalte und Herrsche, das ist das alte Prinzip. Es ist immer dasselbe. Die einen sagen, grundsätzlich, wer jetzt festhält an dieser Parteienlandschaft, dass irgendein Zaun, der uns umgibt, die Farbe, die gerade mal neu gewechselt wird, dass die jetzt irgendwie innerhalb des Zauns in dieser Welt irgendwie anders ist. Okay, wenn ich aber erkenne, so wie Krishnamurti sagte, das sind die Zäune, die genau das, die uns begrenzen, weil es gibt keinen Zaun im Bewusstsein. Es gibt doch kein Plural von Bewusstsein. Es gibt nur ein Bewusstsein. Heißt ja nicht Bewusstsein, nee. Und darum geht es letztendlich im Großen und Ganzen. Und deswegen ist viel wichtiger, wenn man sagt, okay, das ist jetzt so philosophisch bei Heiko, ich brauche mal was Handfestes, dann kann ich nur sagen, Jesus sagte, oder wird Jesus zugeschrieben, Johannes-Evangelium, an euren Taten oder an den Taten werdet ihr sie erkennen. Und genau darum geht es. Reden können viele, aber an den Taten. Ich kann also sagen, ich werde die Steuern senken, ich werde euch das und das versprechen. Das ist meine Politik und ihr wisst ja, dass genau das Gegenteil immer passiert ist, das ist ja kein Geheimnis. Aber wir sollten gar nicht so weit denken, so weit in die Politik. Wir können auch zurückgehen, was ich immer sage, so wie oben, so auch unten, bis ins Kleine. Das heißt also, wenn ich meinem Freund oder meinem Nachbarn ein Versprechen mache und sage, ja, kümmere mich drum, ich mache dies, das, dann geht es nicht darum, was ich für große Versprechen mache, sondern wie ich die umsetze, ob ich wirklich an den Taten es umsetze. Wenn ich also jemand ungefähr 1.000 Mal sage, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, du bist die größte Liebe meines Lebens, 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 als Beispiel. Aber letztendlich passiert nichts, dann ist es eigentlich hinfällig, weil da sind auch keine Taten da. Aber das kannst du runterbrechen auf alles. Das wird aber nicht letztendlich gelehrt, auch nicht in Kindergärten, sondern wichtig ist, was ich nach außen wirklich tue. Und da sollte ich Vorbild sein. Und zwar Vorbild für mich selbst. Nicht für die anderen. Für mich selbst. Kann ich selbst in den Spiegel schauen.
Und bin ich wirklich tugendhaft? Habe ich Tugenden? Habe ich Werte überhaupt? Gibt es denn Werte? Welche Werte habe ich denn überhaupt? Welche vertrete ich denn? Aber das kann jeder für sich selbst nur ausmachen, was er für sich als wichtig erachtet. Deswegen plädiere ich immer für dieses Tagebuch, sich das aufzuschreiben, jeden Tag zu schauen, in Dankbarkeit logischerweise, in Dankbarkeit zu sein und mal drüber nachdenken an seine eigenen Taten. Ja, das war mir wichtig, den Wink zu machen. Ich sehe es positiv. Wir haben einen super Monat. Ich freue mich ganz doll auf den Juni, der kommen wird, 22. Juni. Nicht nur, dass unser großes Event in Polen, Sommersonnenwende, vorhanden ist, sondern man muss es mal global sehen. An diesem Tag werden Millionen von Menschen meditieren, aber hat mit uns nicht viel zu tun, sondern weltweit. Weil Stonehenge, Maya-Kalender etc., überall wurde ja zelebriert, bei den Germanen, Kelten und so weiter. Die Sommersonnenwende als der Tag schlechthin. So, da wir mittlerweile im Land der Ungläubigen sind, ist es klar, wird darüber nicht groß debattiert. Da wird nur gesagt, jetzt ist Sommeranfang, jetzt können wir in die Ferien gehen. Aber in Wirklichkeit ist da etwas extrem Magisches an diesem Tag. Wie gesagt, da wurden ja damals in den Mysterienschulen, da wurde wirklich wahre spirituelle Sexualität zelebriert. Weil da ging es wirklich darum, mit jemand eine Vereinigung zu finden, der nicht nur auf Augenhöhe ist, sondern wo das Schwingungsfeld genauso hoch ist, um es im Ganzen noch zu erhöhen, um was ganz Besonderes da in diesen Nächten zu erzeugen. Also, dass man bewusst, bewusst letztendlich zur Vereinigung kommt und nicht einfach so, weil ich gerade mal Lust habe und sage, okay, jetzt machen wir mal ein bisschen Sex. So, also das nicht, also, darüber wird aber bei uns nicht gesprochen. Also bei uns natürlich ja, ist klar, aber in der Gesellschaft. Deswegen sehe ich diesen Tag als sehr wichtig an. Und diese aufbauende Energie, Tage werden länger, 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 Nächte kürzer, kürzer und es ist der längste Tag, die kürzeste Nacht. Das ist genau der Schnittpunkt. Da kann jeder jetzt überlegen, was er an diesem Tag machen soll. Aus meiner Sicht mit der wichtigste Tag im Jahr im Übrigen. Jetzt schon überlegen, was mache ich an dem Tag? Was zelebriere ich? Selbst wenn ich zu Hause im Räucherstäbchen da sitze oder einen Spaziergang im Wald mache oder die Augen zumache und mit dabei bin bei unserer Meditation zum Beispiel, das ist eigentlich sekundär, weil wir verbinden uns auf feinstofflicher Ebene über das morphogenetische Feld ohnehin an diesem Tag. Das werdet ihr spüren. Und die live dabei sind in Polen, kann ich nur sagen, die werden nicht nur spüren, sondern die werden diese Energie bis in jede kleinste Zelle wahrnehmen und werden diesen Tag mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht vergessen. Und ich weiß, von was ich rede. In diesem Sinne, alles Liebe, schönes Wochenende, euer Heiko.